Recht herzlich willkommen zur 20. Folge von Planet Nomads. Ja, hier stehen wir mit unserem Gefährt und wir wollen hier ein Beacon hinbauen. Das machen wir doch erstmal. Batterie hin, eine Laterne machen wir da auch noch hin. Und dann verbinden wir das alles mit Strom. Da einmal hin und auch da einmal hin. Wunderbar, leuchtet. So, dann können wir eigentlich weiterfahren, oder? Gut. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht, ne? Fahren wir hier mal lang. Steinformation. Flache Ebene. Vielleicht abschüssig hier. Und Sonne scheint. War nicht zuletzt Regen angesagt? Weiß ich. Ah, jetzt kommt der Regen, okay. War es nicht in der letzten Folge, dass es regnete, wir über den Berg gefahren sind, Sonne war erst und dann kam der Regen? Ich weiß nicht mehr. Okay, leicht südlich unterwegs. Und irgendwie kommt es mir vor, als ob die Handbremse angezogen wäre, ne? Ja, geht aber, ne? Ein bisschen weiter hier. Ja, links sind Berge. Und hier fährt sich's unangenehm langsam. Tja. Ein paar Büsche hier ummähen. Jetzt wird er ein bisschen schneller. War auch nicht wirklich schneller. In jedem Strauch bleibt er auch hängen. Hatten wir letztes Mal in der Folge irgendwie auch, dass da nicht so doll war, ne? Zu sehen ist hier nichts. Gut, weiter geht's. So. Irgendwie kommt mir das komisch mit dem Fahren vor. Jetzt bleibt er hier dran hängen, wetten. Siehst du? Gucken wir mal zu, dass wir da rumkommen. Jetzt scheint die Sonne wohl wieder. Wieder was umgefahren. Irgendwie, aber ein Platten fährt nicht. Okay. Ich sehe jetzt auch nicht irgendwie, dass man hier irgendwas schneller machen könnte oder so, ne? Das halt nicht. Jetzt wird es ein bisschen besser, aber wirklich gut nicht, ne? Diese Bäume kenne ich auch noch nicht so. Die sehen so ein bisschen wie Palmen aus. Ist das hier Eis? Soll das Eis sein? Schnee? Das ist glaube ich Schnee, ne? Wahrscheinlich fährt er nicht so schnell, weil wir keine Winterreifen drauf haben. Ja. Und wir müssen mal aussteigen und gucken, ob wir den noch sehen. Ja, der scheint noch schön im Himmel. Ja, weiter geht's. Berg hoch. Auf jeden Fall gefühlt Berg hoch. Geschwindigkeit ist runter. Oder ein Alien hängt am Hintern und deswegen geht's nicht voran. Kann ja auch sein, ne? Komisch. Muss mal ein bisschen mehr in die Richtung halten. Na komm, an dem Viech. Ja, Viech, Pflanze. Fahren wir mal vorbei. Ja, Viech ist auch so ein Ding, ne? Wäre schön, wenn man irgendein Tier hier hätte oder sowas, ne? Hier ist gar nichts, ne?
Ja, ich habe letztens so ein Entwicklervideo da mir angeguckt, da war so ein Pferd oder sowas da unterwegs, was sie da reinzeichneten, so. Ja, Pferd wirklich jetzt nicht, ne, so ein Urpferd oder sowas, so sah das aus. War ganz nett gemacht. Ja, und dann wird immer schön angepasst, alles für eine neue Unity Engine. Und dann dauert das wieder, ne? Aber sah ganz cool aus. Fahren tut er, ne? Nicht schnell, aber er fährt. Wir sehen nix. Wir sehen, dass wir nichts sehen. Ja, ich würde jetzt nochmal gucken. Ja, der andere ist weg. Das bedeutet, wir stellen hier wieder einen auf. Batterie daneben, beziehungsweise Licht. Batterie anschließen. Und auf geht's. Weiter. Komm, fahr mal ein bisschen schneller. So. Wind hat aufgehört, den wir gerade gehört haben. Ist aber nichts zu sehen hier. Schöne Vegetation, Bäume werden auch immer ähnlicher. Jetzt geht es ein bisschen runter, jetzt fahren wir mal schneller, ne? Abschüssiges Gelände. Nichts zu sehen. Da drüben sieht es aus wie Tannenbäume. Das ist so unser Anfangsbiom, ne? Hätte ich jetzt gesagt. Hier ist wieder Wind. Ja, schön, ne? An so einem tollen Ast hier hängen geblieben. Da müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht die Ölwanne aufreißen, ne? Da ist ein Stein auf Erde. Ja, fährt jetzt gerade wieder ganz langsam, ne? Hier geht's wohl wieder hoch, ne? Da vorne ist irgendwie irgendwas. Ein Baum oder was ist das? Ja, wahrscheinlich ein Baum, der etwas weiter ist, hinter der Senke. Oder in der Senke, nicht hinter der Anhöhe. Ja, fährt. Ja, ganz stetig und langsam hoch. Das geht, Kapelle. Wetter ist gerade wieder schlecht, fängt an zu regnen. Gebäude. Ja. Das sah riesen aus, das Teil. Als ob das ein utopischer Baum gewesen wäre. Und jetzt ist hier so ein kleiner Busch da. Krass. Ja, ich glaube, wir gucken gleich mal nochmal raus, ne? Ist denn unser Beacon noch zu sehen, ja. Oh, jetzt ist wieder so ein Teil ausgewählt. Okay. Weiterfahren. Ja.
Hier ist nichts zu sehen. Tja. Ich hätte ja mit gerechnet, dass man irgendwann rum ist, aber irgendwie glaube ich nicht, dass das geht. Oder wir haben uns total verfahren, das kann ja auch sein, ne? Wir sind einfach nur Richtung Osten gefahren und ein Grad Abweichung und du bist, wer weiß, wo auf dem Planeten, je nachdem wie der Durchmesser ist, ne? Und mit der Flora hier und naja, die Fauna ist nicht da, ne? Oder Fauna? Ne, das ist Fauna. Flora? Keine Ahnung. Ist auch nicht weit her, ne? Jetzt fährt er ein bisschen schneller, weil es runtergeht. Beacon ist nicht mehr zu sehen. Ah, okay, vorne keiner. Fuck, ne? Da geht die Sonne auf. Weiter geht's. Ne, da geht die Sonne nicht auf, sondern geht sie unter, ha? Ja, jetzt können wir uns wieder einen Berg hoch. Der sieht überhaupt nicht so steil aus, ne? Ja, die Schatten werden länger. Das Licht ist zu sehen vom Fahrzeug. Könnte man ausschalten. Geht aber nicht so. F stand doch da. So, jetzt hoch. Oh, der quält sich aber, ne? Oh, jetzt wird's aber schlagartig dunkel. Gut. Dann war ein Tau. Okay. Jetzt sollten wir einmal aussteigen nochmal, gucken. Ah, weg ist er. Und auf geht's mit der 4. Und 5. Und 3. Und top. Strom. 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 Und top. Und T und E. Jetzt haben wir wieder Beleuchtung in die Wildnis gemacht. Und wir fahren den Berg hoch, wenn es denn einer ist. Ob da irgendwo was zu finden ist, ist die nächste Frage, ne? Jetzt ist stockfinster, ganz viele Sterne zu sehen. Sonst nix. So, jetzt kommen wir, glaube ich, wieder ein bisschen auf flaches Gelände. Ah, da soll er es schaffen, den Busch umzufahren. Da sind ein paar Steine im Weg. Leicht links vorbei, klapp, klapp. Oh, 22, 20 km/h, das ist ja der helle Wahnsinn. Und Steine auf dem Weg, gefährlich. Okay. Jetzt sind wir so schnell gefahren, müssen wir aufpassen, dass wir nicht irgendwo verschütt gehen, ne? Einmal gucken. Noch da. Weiter geht's. Wieder hoch. Wird aber wieder heller, ne? Oder? Täuscht es nur, weil Wetter ist. Ja. Kribbeln wir uns hoch. Hm. Ein Hügel. Danach geht's wieder ein bisschen runter, ne? Beacon sehe ich nirgendwo.
ja, lass uns noch mal gucken, ob hinter uns noch zu sehen ist, weil wir sind ja gerade erst losgefahren, müsste noch da sein, ne? Komm. Ich bleib jetzt nicht hier an dieser Wurzel da hängen. Das ist zum Glück kaputt gegangen, aber hier, das ist so ein Ding, was du nicht umfährst, ne? Ja. Hier sind wir anders schon gegen. Das ist auch so einer, hast gesehen. Da ist auch sowas. Da ist eine Felsenformation. Gucken, wie wir da vorbeikommen. Wir gucken nochmal. Licht ist noch da. Geht also. Kommen wir da durch. Sieht ein bisschen eng aus, könnte aber funktionieren. Probieren geht über Studieren. So, und jetzt einschlagen. Nö. Nochmal. Nee, wieder hängen geblieben. Gut. Dann müssen wir anders darum. Und ich glaube, rechts nebenher ging's. Machen wir das, ne? Gerade ein bisschen nach Süden und dann geht's vorwärts. Gut. Dann wird's wieder schwierig berghoch, wahrscheinlich. Quälerei. So. Mal gucken. Ist noch da. Weiterfahren. Ah, da ist hier wieder so eine andere Pflanzenart. Hab ich letztens jetzt nicht zu sehen, meine ich. Schon längere Zeit. Ja. Aber den Hügel, denke ich mal, den erklemmen wir doch nächstes Mal, ne, oder? Machen wir mal. Lassen wir erstmal sein. Okay, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.